Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Inquisition. Wir gucken jetzt natürlich, dass wir hier alles erkunden, um etwas weiterzukommen. Wir sind hier jetzt in Haven. Als erstes sprechen wir mal mit dem Schmied, wie es da steht. Und ja, was ich schon mal sagen kann, im Vergleich zur letzten Folge, ist, ich spiele jetzt auf einem anderen Monitor und zwar ist mein neuer Gaming-Monitor da. Und das ist echt super, Haben weil also die Tevinter-Aktivitäten nur Framerate unter Leitung deutlich höher ist als des Inquisitors? vorher. Nicht nur bei Dragon Age Inquisition, auch bei Inquisitor war anderen für den Spielen. Angriff auf das Konklave verantwortlich? Und wir durchsuchen erstmal alles. Unschuldig, genau wie die Und das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Guck mal, gerade zum Beispiel hatte ich über 100 FPS. Okay, jetzt nur noch 60 in Anführungszeichen. Aber das geht auf jeden Fall Tevinter. Euer Bericht über die schon gut ab. Suchefestung war grandios. Er hat uns mit dringend benötigten Informationen. Achso, das wird mir sogar angezeigt, wo die sind. Das habe ich erst gar nicht gesehen. Aber umso besser. Dann gucken wir mal direkt. Wann können wir mit den benötigten Zutaten rechnen? Ich wusste gar nicht, dass noch einige von Lilianas Ochsenmenschen hier sind. Tja, wenn ihr eine neue Ausrüstung braucht, müsst ihr dafür bezahlen. Oh, ihr seid das. Tren, Quartiermeisterin der Inquisition. Ich tue mein Bestes, um den Laden hier mit dem Nötigsten zu versorgen. Falls ihr etwas findet, das auf meiner Bedarfsliste steht, wäre ich euch dankbar, wenn ihr es mir bringt. Okay. Falls ich Material für einen Spezialauftrag habe, bringe ich das zu euch. Legt es einfach da drüben ab. Einer meiner Jungs holt das Material dann ab oder notiert, was ihr gefunden habt. Okay. Was genau meint ihr mit Bedarfsliste? Ich versorge die Inquisition mit allem, was wir haben. Aber wir sind keine richtige Armee. Unsere Vorräte sind knapp. Also habe ich eine Bedarfsliste mit Dingen zusammengestellt, die unseren Leuten helfen könnten. Hier, seht sie euch an. Falls ihr Eisen und einen guten Platz zum Holzfällen findet, könnte Harrod unsere Truppen mit besseren Waffen versorgen. Okay. Lebt wohl. Der Erbauer sei mit euch. Gut, wir brauchen Materialien. Eisen haben wir. Oh, was war da jetzt noch? Gucken wir mal eben. Ja, ich sprich mit dem Schmied. Ich verstehe, Ach nee, dass Sie das. Ketten der Kirche Okay, kennen, das aber das war ist auch noch gar nicht der Schmied. Quartiermeisterin, das haben wir gemacht. Jetzt brauche ich. Genau, hier, das ist es. Eisen brauchen wir, Holzschlagposition. Noch eine. Ich schaffe die Requirierung. Ja, das können wir ja machen. Holzschlagposition. Gut, ich denke, das machen wir eher, wenn wir da zufälligerweise. Also, wenn wir das zufälligerweise mal auf dem Weg finden. Was wisst ihr schon von den Templern? Von Und wem denkt ihr, bekommen sie wohl ihr Lyrium? dann gucken wir jetzt erstmal weiter. Was es hier sonst noch so gibt. Ich überlege gerade, dass es so praktisch ist, hier lang zu gehen, oder? Hier ist besser, ne? Ja. So, schauen wir mal rein. So, Tränke aufwerten und hier ist er. Danke, dass Oder ihr euch. er. Ha, sieh an, wer von den Toten auferstanden ist. Wieder mal. Aber das überrascht mich nicht. Ihr Ochsenmenschen seid zäh wie altes Leder. Na gut. Danke für eure Hilfe. Schon gut. Ihr könnt euch revanchieren, indem ihr die Welt rettet. Mein Name ist Edan. Ich versorge unsere kleine Gemeinde hier mit Tränken und Elixieren. Wobei sich Sucherin Pentagast nicht darum zu scheren scheint, wo ich die Zutaten dafür herbekomme. Kann ich irgendetwas tun, um euch zu helfen? Was die Arbeit angeht, kommen wir zurecht. Ihr habt beileibe Wichtigeres zu tun, als mir zu helfen. Ich wünschte nur, ich würde Meister Tajans Notizen finden. Der alte Mistkerl hat an irgendetwas Besonderem gearbeitet. Er starb beim Konklave, aber seine Notizen sind unauffindbar. Ich war allerdings auch zu sehr mit den Verwundeten beschäftigt, um sie zu suchen. Okay. Lebt wohl. Gut. Bei dem müssen wir die Notizen finden. Tränke aufwerten. Könnten wir machen. Stellen Gesundheit wieder stärker. Magie-Sprühfolge. Ja, gut. Alle 2 Sekunden 26 Gesundheit und der stellt sofort her. Dauer erhöhen. Okay, das ist noch gesperrt.
Okay, dafür haben wir zu wenig Elfenwurzeln. Gut, dann machen wir das vielleicht ein andermal. Was ich nochmal kurz sagen kann für Leute, denen sich das nicht so ganz erschließt, warum ich jetzt eine höhere Framerate habe als mit dem alten Monitor. Mit dem alten und dem Anschluss davon hatte der nur, in Anführungszeichen, das reicht eigentlich, 60 Hertz. Also das heißt, der Bildschirm bietet 60 Bilder pro Sekunde. Und jetzt der neue hat 144. Und ja, man merkt schon den Unterschied. Zum Beispiel gestern habe ich Minecraft gespielt, da hatte ich mehrmals über 400 FPS, was schon ziemlich krass ist dafür, dass Minecraft ja eigentlich eher dafür bekannt ist, nicht so gut zu laufen. Ich hatte sogar mal, also das war halt nicht konstant, ne, so hohe Framerates kriegt man nicht konstant hin. Aber war trotzdem schön. Und ich hatte auch mal eine Minute oder so circa, hatte ich ziemlich konstant so um die 350. Ey, guck mal, hier steht Blackwall rum. Was hat der denn zu sagen? Einmal Bauer, seht euch das an. Sie ist viel leichter zu ignorieren, wenn man weit davon entfernt ist. Dass ihr da tatsächlich rausspaziert seid. Dass ihr ihr so nahe wart. Er geht doch näher ran, nein. Wenn mich nicht Soldaten der Inquisition gerettet hätten, weiß ich nicht, was geschehen wäre. Soldaten der Inquisition? Da habe ich etwas anderes gehört. Ich gebe zu, ich dachte, ihr wärt ein Mensch. Ja. Das überrascht mich nicht. Die Menschen sind überall. Es war also naheliegend. Es war ein dummer Gedanke. Ich hätte es besser wissen und lieber den Mund halten sollen. Wichtig ist allein, was ihr tut und wie ihr es tut. Dann eben nur eine Frage. Wie denkt ihr, passt ihr in all das hinein? Es ist so unglaublich viel geschehen. Ich bin mir nicht sicher, wie ich in das alles hineinpasse. Ich schätze, dann sollten wir es herausfinden. Was mich angeht, so bin ich schon zufrieden, wenn wir die Bastarde finden, die die Göttliche ermordet haben. Sie schulden uns Antworten. Ja. Gut, und jetzt reden wir mit dem Schmied. Dachte ich mir schon, dass ihr hier vorbeikommt. Ich bin Harrod. Und alle hier wissen, wer ihr seid. Wie passt die neue Rüstung? Ja, ziemlich gut, würde ich sagen. Sie ist robust und warm. Perfekt. Gut. Die Welt hat den Verstand verloren. Normale Rüstungen und Klingen sind gut gegen Banditen, aber wir kämpfen hier nicht gegen Banditen. Meine Ausrüstung hilft euch im Kampf mit Dämonen, Abtrünnigen, was auch immer diese Welt euch entgegenwirft. Ihr braucht also etwas Handgemachtes, etwas Besonderes. Bringt uns nur das Material, den Rest erledigen wir. Könnt ihr mir helfen, meine Waffen und meine Rüstung zu verbessern? Ja, wenn ihr einen neuen Rüstungsteil findet, sagen wir einen Schulterschutz oder Beinschienen, erledigen wir alles Weitere. Ihr könnt eurem Schwert in der Schlacht nicht einfach einen neuen Griff verpassen. Bringt es her, damit wir ihn fachgerecht ersetzen können. Ja, gut. Wiedersehen. Als dann. Lass eine Rüstung abändern. Okay, das sollen wir machen. Können wir es auch bei ihm drehen? Nee, hier. Wahrscheinlich. Verteidige Harnisch. Gut, und okay. Und wir brauchen jetzt dafür. Okay. Ja, jetzt merkt man, wie wichtig das ist, dass wir. Falls ihr was braucht, lasst es mich wissen. Ja, klar. Wie wichtig das ist, dass wir uns alle möglichen Materialien beschaffen. Weil. Ach, schade, er war ein bisschen zu weit weg. Ja, wie gesagt. Am besten gucken wir jetzt erstmal, dass wir so ein paar Sachen finden, um halt. Wie heißt es? Ja, damit wir halt viel craften können. Und irgendwie will der das nicht aktivieren. Oder es kommt noch.
Äußerst seltsam. Naja, egal. Gehen wir erstmal weiter. Oh, das wollte ich nicht. So wird uns hier auch nichts angezeigt. Das ist komisch. Vielleicht, weil wir hier noch nicht waren. Könnte das damit zusammenhängen? Möglicherweise. Hier haben wir erstmal nur Eisen. Das nehmen wir natürlich. Oh, mit. Rechtsklick, nicht links. Ja, wir sind natürlich gerade dabei, uns vorzubereiten für alles, was eventuell noch kommen könnte. Ja, hier sind wir in der ersten Folge gewesen. Das kennen wir noch zu gut. Wir können mal eben gucken, ob hier noch was rumliegt. Zum Beispiel hier etwas. Ja, nochmal eben 50 Erfahrungen abgestaubt. Und... oh, hier ist auch noch was. Blutlotus, 2 Stück. Perfekt. Hat sich doch schon gelohnt, um mal zurückzugehen. Da liegt auch noch was. Ja, ein bisschen Geld. Beziehungsweise Gold in dem Spiel. So, ich würde echt wissen, oder können wir hier kein Pferd rufen? Vielleicht lässt die Region das auch nicht zu. Tendenziell möglich. Ach, stimmt, Rechtsklick. Na gut, ein bisschen Eisen haben wir jetzt noch, aber Eisen hatten wir ja für die ersten Sachen eigentlich genug. Wir bräuchten ja jetzt erstmal andere Sachen noch. Und ich würde mal sagen, genau dafür sollten wir die Welt vielleicht noch ein bisschen erkunden. Na, das ist schon cool aufgebaut alles. Da vorne hängt noch etwas an der Wand. So, nehmen wir natürlich auch mit. Du hast ihnen die goldene Stadt erbaut. Das Herz jeglicher Schöpfung. Und eine Zeitung. So, hier vorne sind noch ein paar Sachen. Elfenwurzel, davon brauchten wir ja noch welche. Die sind, glaube ich, ganz gut. Die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Und jetzt gucken wir hier mal ganz kurz, ob wir noch was finden. Oder ob wir hier überhaupt hochkommen. Ich war gerade leicht irritiert, weil meine Schwester reinkam. Sie hat es aber zum Glück direkt gemerkt, dass ich aufnehme. Ja. Gut, hier scheint erstmal nichts mehr zu sein. Wir können ja mal ein bisschen weiter gucken. Okay, hier ist noch was. Ist in der Kiste was drin? Ja. Schöne Kiste. Oh. Das sieht nicht schlecht aus. Da gucken wir doch gleich mal. Wir kämpfen momentan mit der Kunari-Streitaxt und dieselbe haben wir anscheinend nochmal in etwas schlechter. Die bringt nur andere Sachen. Bereichsschaden hat die weniger. Schaden bei Flankenangriffen ist gleich, dafür noch Konstitution plus 2. Würde ich trotzdem erstmal die lassen. Aber da vorne ist noch was. Was praktisch wäre, was eventuell auch sogar geht, das müssten wir mal gucken, ist, ob wir unsere Leute aus der Inquisition, das war hier Blackwall oder so, oder Cassandra, ob wir die auf so Missionen schicken können, dass die Materialien sammeln gehen. Das würde uns natürlich etwas Arbeit abnehmen.
Weil wir jetzt ja auch schon nicht gerade wenig machen. Aber dann könnten wir uns mehr auf die wichtigeren Dinge konzentrieren. Und hier ist noch ein Schuppen. Ich sollte mich umsehen. Und ganz viel Eisen. Ist da hinten noch was? Scheint erstmal nicht so zu sein. Hier sind 5 direkt nebeneinander, wenn ich mich nicht verzählt habe. Oder verguckt. So, hier ist natürlich echt gut was dran. Oh ne, ist sogar mehr. Da hinten geht's noch weiter. Also den habe ich noch gesehen, aber den nicht mehr. Okay, da haben wir jetzt echt noch gut was dazu bekommen. Mich würde jetzt mal interessieren, was in dieser Scheune drin ist. Oh, und noch eine Elfenwurzel. Nehmen wir natürlich auch mit. Und hier auch noch. Und da ist noch mehr Eisen. Also hier gerade, das ist echt eine Goldgrube. Das Eisen holen wir uns später. Jetzt erstmal gucken, was hier ist. Hier ist mehr oder weniger nichts. Einfach nur eine Hütte mit ein bisschen Einrichtung. Vielleicht wird die ja später nochmal relevant. So. Hatten wir doch bis jetzt einen ziemlich produktiven Rundgang. Da können wir vielleicht noch was machen. Mit den ganzen Rohstoffen. Wir gehen jetzt erstmal zurück zu uns, nachdem wir hier noch die mitgenommen haben und das Eisen, was da auch noch an der Wand hängt. Ist nicht gerade wenig in dem Spiel bis jetzt, aber man braucht ja auch eine ganze Menge. Also jetzt so für die ersten Aufwertungen hatten wir ja vorher schon genug, aber es wird ja noch alles teurer. Aber da bin ich mal gespannt, was sich da noch so machen lässt. Komm schon, du hast unsere Pferde gesehen. Die meisten von ihnen sollten Flüge ziehen. So, was war hier jetzt? Waffe herstellen. Okay. Stabiler Einhandgriff. Langbogengriff, okay. Gut. Warum bist du überhaupt? Anscheinend kriegen wir dabei noch ein paar Pläne. Rüstung modifizieren. Wir gucken uns alles mal so ein klein bisschen an. Verteidiger Harnisch. Nee. Also können wir hier noch einen extra Armschutz anlegen? Plus 3 Verteidigung im Nahkampf. Scheint so zu sein. Das ist doch eigentlich ganz gut. Oder haben wir die noch mit bei? Sieht eigentlich alles nicht schlecht aus. Warte, ist das jetzt drauf? Es scheint drauf zu sein, oder? Können ja, ach, wir werden sehen. Ja, das passt jetzt. Können ja mal gucken. Hier hat er leer. Nö, da ist nichts drauf. Huch. Falsche Taste. Ach, wir waren noch beim falschen. Er ist ausgerüstet von. Keine Aufwertung für den Gegenstand verfügbar. So, das wählen wir aus. Ist es jetzt drauf? Änderung bestätigen. Ah, okay. Jetzt haben wir es hinbekommen. Gut. Jetzt sollten wir mal gucken, weil das war ja nicht die, die wir anhaben. Das war die, die etwas schlechter ist. Steht aber auch leer.
Etwas komisch. Egal, wir werden es noch herausfinden. So, hier, der wäre natürlich krass. Ach genau, die Sommersteine. Steht hier irgendwo Metallstufe 1. Ja, es bezieht sich aber, glaube ich, nicht auf die Steine, sondern auf die Rüstung. Ja, davon brauchen wir echt mehr Sommerstein. Dann ein andermal. Naja gut, wir haben jetzt schon eine ganz anständige Länge erreicht. Deswegen würde ich sagen, war es das auch für die Folge. Oh, nachdem wir die Kiste geöffnet. 20 Stück. Können wir uns ja doch noch die Rüstung machen, oder? Das mache ich mal eben. Ja, perfekt. Ja, umbenennen müssen wir die nicht. Sehr haben wir die jetzt im Inventar? Wahrscheinlich, ne? Oh. Die ist natürlich gut. Hergestellt, schwere Rüstung. Perfekt, hätten wir die Kiste mal vorher gefunden. Ja gut, jetzt mit der neuen Rüstung. Oh, die sieht doch ziemlich stylisch aus. Ja, macht schon ordentlich was her. Würde ich sagen, verabschieden wir uns. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Abonnieren, um die nächsten Folgen nicht mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und einen schönen Tag noch. Tschüss.